Liebe Zuschauer, wir gehen mit Ihnen in ein anderes kleines Museum, in ein privates Museum, in einer anderen Ecke Südthüringens bis nach Bergs, in den letzten Zipfel in der Rhön. Dort lebt ein Mann, der sich mit dem Ersten Weltkrieg intensiv auseinandersetzt und dort die Geschichte dieser Zeit in seiner Gemeinde, in seinem Ort und in ganz Europa untersucht. Hier in der Pension Dreiländereck in Birks kann man nicht nur wunderbar übernachten, sondern auch ein klein wenig in die Vergangenheit abtauchen. Genauer gesagt, sich zurück in den Ersten Weltkrieg versetzen. Wie war es damals zu Kriegszeiten in der Rhön? Das kann man hier in einem kleinen, privat geführten Museum von Jens Graf erfahren. Schon als Kind hat er sich mit Ahnenforschung beschäftigt. Da war noch nicht vorauszusehen, dass es irgendwann mal der Erste Weltkrieg ist, der ihn, ja man kann schon sagen, nicht mehr loslässt. Immer mehr Informationen möchte der Hobbyhistoriker zusammentragen und diese auch geschichtsinteressierten Bürgern weitergeben. Angefangen hat diese Leidenschaft allerdings mit der Forschung über seinen Urgroßvater Karl Bernhard Flexenberger. Er ist am 4. Oktober 18 vermisst in Frankreich. Und 10 Fotos und Postkarten hatten wir, mehr hatten wir nicht. Und das habe ich dann 1999 intensiviert, die Forschung, mit Kontakten zu den Archiven, Volksbund, Bundeswehr, die haben auch eine Auskunftsstelle. Und so kam ich nach Frankreich, habe dort französische und belgische Freunde kennengelernt, die mir die französischen Regimentsgeschichten übersetzt haben. So konnte ich heute sagen, mein Urgroßvater ist im Wald von Autry in Frankreich, das ist in der Champagne, gefallen. Vermisst heißt wahrscheinlich Granate ereilt, weg. Aber auf 100 Meter kann ich seinen Todesort festlegen. Und dabei erfährt Jens Graf noch so einige Dinge über den Ersten Weltkrieg, die ihn nicht nur neu erschienen, sondern ganz einfach gefesselt haben. So sehr, dass er auch mittlerweile Forschungen über das Leben in Birks und Frankenheim während der Kriegsjahre betreibt. Also wir sind hier jetzt an der Station von der Kriegsteilnehmerliste von Birks und Frankenheim, die der damalige Pfarrer Schulz aufgeschrieben hat. Er war also sehr emsig. Er hat 2 Kriegsteilnehmerlisten geschrieben von 327 Teilnehmern aus Birks und Frankenheim. Und ich habe die ausgearbeitet, aus dem Sütterling etwas übersetzt, sodass man dann alphabetisch geordnet da nachlesen kann, wann ist er eingezogen, wenn es erwähnt wird, wo ist er gewesen überhaupt, in welchem Regiment, in welchem Bataillon. Ist er gefallen, das hat er dann mit einem eisernen Kreuz gekennzeichnet. Von den 5 Tafeln, die ich insgesamt hier habe, ist die eine Tafel das wahre Gesicht des Krieges. Um nichts auf der Welt möchte ich diesen herrlich aufregenden Krieg missen. Winston Churchill oder ein Soldat schreibt noch im Dezember 16, hier ist es herrlich und schön. Aber was ist es wirklich? Invaliden, Gas, Kriegsgefangenschaft, Tote. Friedhöfe findet man, Flammenwerfer als neue Technik und natürlich ganz unten dann Verwesung, Zerstörung. Wir sind jetzt hier in meiner kleinen Ausstellung, wo neben Granaten, Bodenfunden, Dokumenten diese Sachen eben auch angefasst werden können, wie diese französische Zitronenhandgranate. Da kann man dann erklären, wie so ein Zünder funktioniert. Oder diese deutsche 77 mm Granate. Da erkennt man dann schön den Unterschied, was ist eine Granate und was ist eine Schrapnellgranate. Das sieht man dann an der Bodenwandung. Aber auch jede Menge Originaldokumente sind hier zu finden und sogar auch anzufassen. Viele dieser Ausstellungsstücke hat Jens Graf auch geschenkt bekommen. Doch irgendwie gibt er auch gerne zurück. Kommt jemand zu ihm, um von seinen Vorfahren etwas zu erfahren, dann kann er gar nicht anders, als mit der Forschung zu beginnen. Und Geld nimmt er dafür nicht, so wie für einen Museumsbesuch. Also wenn es nicht nur ein Foto ist, wie zum Beispiel ein Wehrdienstausweis, den ich jetzt bekam, und der war aus Erbenhausen, dann gucke ich natürlich nach, gibt es da noch Nachkommen? Einfachste Sache ist, du guckst mal ins Telefonbuch rein und steht der Name noch drinne? Es ist möglich, dass er noch da ist. Ja, dann könnte man Kontakt schließen. Und ich kenne einige aus Erbenhausen, die habe ich auch gleich gefragt. Und die haben mir dann auch Auskunft gegeben, aus welcher Familie der stammte. Und da hat man natürlich gleich im Zusammenhang, aha, und der war jetzt bei den Nachrichtentruppen oder der war
beiden Matrosen. Also ich muss nicht nur Infanterie gewesen sein, das kann auch mal was Ausgefallenes. Luftschiffer waren hier, zwei waren Matrosen. Also dann sagt man sich, Mensch, wie kommt denn hier einer zu den Luftschiffern nach Friedrichshafen runter und so, ne? Aber es war alles möglich. Und das ist natürlich mehr wie Interesse. Da brennt die Luft. Da muss man Informationen auch kriegen. Und das ist eben das Schöne, man kriegt auch Informationen. Auch über die Front direkt in Frankreich. Seit vielen Jahren nun schon reist Jens Graf genau dorthin, wo sein Urgroßvater gefallen ist, legt Blumen ab und pflegt besondere Kontakte nach Frankreich. Auch sein 8-jähriger Sohn begleitet ihn seit 4 Jahren. Und auch ihm scheint das Hobby seines Vaters wohl sehr zu gefallen. Dass wir neue Sachen finden und dass er mir das alles erklärt. Und manche Sachen, die ich noch nicht weiß, und dass es mir immer sehr viel Spaß macht, den Wald zu spielen. Ja, das Faszinierende daran ist eben, dass wir Sachen herausfinden, wir heißt also auch meine Freunde und Bekannten mittlerweile, dass wir eine Völkerverständigung machen. Ich bin ja in einem französischen Ersten Weltkriegsverein, dass Franzosen auf einen deutschen Friedhof jedes Jahr im Juli gehen und eine Gedenkveranstaltung machen. Das ist Völkerverständigung und das ist für mich dann die Krone dieser ganzen Arbeit. Also wir machen das nicht, um irgendwelche Husarenstücke hervorzuheben, die sicherlich die deutschen Soldaten auch gemacht haben. Es ist wirklich des Gedenkens. Ich möchte unbedingt die Feldkanone 96 neue Art nachbauen lassen. Die ist auch schon in Arbeit. Die Ausstellungsstücke werden ja immer größer, wie mein Leiterwagen. Ich habe einen Sanitätsleiterwagen. Ich habe schon eine kleine Feldhaubitze im Maßstab 1:2 nachgebaut. Das sind alles Objekte, die in der Garage stehen. Also ich bräuchte eigentlich eine Halle. Vielleicht baue ich da irgendwie ein Museum, was dann mit Kaffee dabei ist. Aber man hat erstmal Träume und aus Träumen wird dann die Zukunft gemacht.